Gegenfrage da ist. So, und es zeigt sich auch mal wieder. So, hallo hier von oder aus Stuttgart von der IFEX, der Indoor- und Freizeitmesse. Im Rahmen dieser Messe findet ja dieses Doppelturnier statt. Doppelturnier, gespielt wird 9 Ball auf 6 Gewinnspiele. Jetzt am Tisch zurzeit haben wir das Spiel Steffen Groß, Sabia Luigi gegen Ivan Hodžić und Mario, jetzt muss ich erstmal schauen. Andrićević gegen den Mario Andrićević. Also Ivan Hodžić, Mario Andrićević gegen Steffen Groß und Luigi Sabia.
So, zum Team Steffen Groß habe ich hier einen Gast, den hole ich mir jetzt gerade mal hierher. Das ist sehr interessant. Er ist nämlich der Sponsor. Sponsoring in einer ganz besonderen Art. Das kann er uns jetzt aber dann gleich selbst erklären. Oh. Kabel. So, das kommt jetzt einfach hier übers Ohr so drüber, wie eine Brille. Genau, das Mikrofon hängt dann hier. So, Moment. So, dann begrüße ich jetzt hier mal den wie... Ich bin der Franz Fraunhofer, hallo. Ich freue mich sehr, dass ich hier einen kleinen Beitrag leisten darf zu diesem Mitschnitt. Natürlich bin ich hochgespannt auf meine zwei Freunde vom PBC Bad Saulgau, die hier antreten in dieser Team-Challenge. Freue mich wirklich sehr, hier sein zu dürfen. Vielleicht ein Satz zu meiner Eigenschaft, zu meinen Aktivitäten. Wir, die Franz und Regine Fraunhofer Stiftung, wir unterstützen... Das ist nämlich der Sponsor. Das sind die Sponsoren von Steffen Groß und Luigi Sabia. Die Franz und Regine Fraunhofer Stiftung. Ganz genau. Und da denke ich, dass es erwähnenswert ist. Wir machen kein Sponsoring im klassischen Sinne. Wir fördern Randsportarten, und zwar gemeinnützig. Das heißt, ich unterstütze die beiden Spieler und andere Spieler, dass sie an solchen Turnieren teilnehmen können. Es ist ja immer mit Kosten verbunden. Ja. Und der einzigste Gegenwert, wenn wir so wollen, der entsteht, ist, dass sie unseren Namen, unser Logo mit auf ihren Trikots tragen. Aber ansonsten wollen wir einfach, dass diese Jungs die Möglichkeit haben, trotz der Tatsache, dass es halt immer sehr kostenintensiv ist, zu solchen Turnieren anzureisen. Wir kommen vom Bodensee, ist immer mit Aufwand verbunden, Startgebühr und so weiter. Ja. Und insofern halte ich es einfach für richtig, die Jungs, die schönes Billard spielen, hervorragendes Billard spielen, auch bei uns in der ersten Mannschaft beim PBC, hier die Möglichkeit haben, sich zu präsentieren und wenn alles gut läuft, vielleicht noch den kleinen Preis mitzunehmen. Ist möglich. Ich meine, der Steffen Groß ist ja ein sehr bekannter Spieler in Baden-Württemberg, hat auch schon einige Erfolge vorzuweisen, mit darunter auch Europameister in der Mannschaft. Ja. Europameister wird man ja nicht einfach so, da gehört ja schon einiges dazu. Ne? Wenn ich da vielleicht noch einen Satz dazu sagen darf, der Steffen Stufo ist sein Spitzname in der Billardszene. Er hat wirklich schon sehr, sehr viele regionale Titel errungen. Ja. Wurde dann nominiert ins Nationalteam. Die haben letztes Jahr die Silbermedaille in der Mannschaft geholt. Dieses Jahr konnte er nicht mit antreten, aber da kam es zu einem ganz tollen Event. Seine Mannschaftskameraden haben ihm im Nachhinein die Goldmedaille nochmal mitgebracht als Anerkennung und Zugehörigkeitsgefühl. Er gehört in diese Mannschaft und was seine billardtechnischen Leistungen anbelangt, die sind unbestritten. Er spielt ein hervorragendes Pool. Ja, klar. Aber das steht außer Frage. Ja. Das ist, ja. Vielleicht noch ein Satz zu unserem Luigi. Ja, genau. Luigi Sabia, der hat in letzter Saison noch für den Billardclub in Ravensburg gespielt, hat sich dann entschieden, zum PBC Bad Saulgau zu kommen, spielt dort in unserer ersten Mannschaft. Wir spielen Oberliga. Und er ist nicht nur spielerisch, sondern, was uns sehr, sehr wichtig ist, zwischenmenschlich, eine Riesenbereicherung für unser Team. Ja. Dort geht es sehr familiär zu. Natürlich steht der Sport im Vordergrund, aber die sind wirklich ein exzellentes Team, was den Zusammenhalt anbelangt. Die haben sehr, sehr viel Spaß und das hat uns sehr, sehr gefreut, dass sie sich für uns als Verein entschieden hat. Ach, prima, schön. Billard ist ja in gewisser Weise auch leistungsorientiert, aber beim Billard gibt es eigentlich nicht so diesen Druck in den Vereinen. Ja, Billard soll ja in erster Linie Spaß machen. Ne? Soll ja mittelseits Freizeitgestaltung. Ne? Um Menschen kennenzulernen, um miteinander zu spielen, zusammen zu sein. Ne? Und mitunter gibt es. Ja, ich glaube, jetzt kannst du dir auch vorstellen, warum wir uns als gemeinnützige Stiftung engagieren. Weil das wirklich ein sehr großer Schwerpunkt ist. Ich glaube, dass auch diese Sport als Randsportart kommerziell nicht wirklich zu vermarkten ist wie etablierte Sportarten. Und umso wichtiger ist es, dass genau diese Facetten, nämlich dieses zwischenmenschliche Miteinander, ein Hobby ausüben, einen Sport ausüben mit einem hohen Anspruch. Ja, sehr. Ist eine Präzisionssportart. Durchaus diese Leistungsbereitschaft zu haben. Trainingsaufwand ist nicht zu unterschätzen, um hier solche Leistungen abzuliefern, wie es die Leute hier alle tun. Ja. Das kann man nicht nebenher machen. Und umso mehr begeistert mich das, dass es solche Möglichkeiten gibt, wie auf dieser Messe hier, sich hier zu präsentieren. Und wenn man sich da mal das Publikum anschaut da oben,
das ist für die Billardspieler halt auch eine tolle Situation, ja, klar, mal vor richtig Zuschauern zu spielen. Ja klar, das ist ein Highlight. Insofern eine ganz, ganz tolle Veranstaltung gelungen. Und mich freut es natürlich auch, dass ihr als Firma, wenn ich das so sagen darf, Da muss ich jetzt einen kleinen Einwand hier reinschmeißen, weil ich arbeite nämlich auch gemeinnützig. Wie schön ist das? Da finden sich aber zwei. Hoffentlich stören sich die Zuhörer und Zuschauer jetzt nicht an unseren Kommentaren. Aber ich finde es einfach wunderbar, wenn man sich hier engagiert. Ich weiß, dass da nicht sehr, sehr viel Geld damit zu verdienen ist. Und umso mehr freue ich mich, wenn wir da eine kleine Unterstützung leisten können, dass das eine größere Öffentlichkeit zu sehen bekommt mit eurer Plattform. Das finde ich eine ganz, ganz tolle, hervorragende Vorgehensweise. Ja. Ja, ich bin ja so ein Ein-Mann-Team. Mhm. Ich mache alles alleine. Da sind wir uns sehr, sehr nahe. Unsere Stiftung ist auch nicht viel größer. Aber das heißt ja nicht, dass man trotzdem einen tollen Wirkgrad erzielen kann. Ja, klar. Gerade mit dieser Technologie. Aber ich hoffe, die Zuhörer und Zuschauer sind uns nicht böse, dass wir genau diese Themen hier nebenher besprechen. Ja. Weil eigentlich schlägt mein Herz wirklich für meine Mannschaft. Ich weiß im Moment noch nicht mal, wie es steht. 1-0. Wir müssen gucken, hoffentlich für uns. Für euch, genau, für den PwC Bad Saulgau. Ja. Und jetzt bin ich wirklich sehr gespannt. Wir haben uns gefreut auf dieses Turnier. In der Vorrunde haben sich die beiden sehr gut präsentiert. Sie spielen zum ersten Mal im Team, also im Stoßwechsel zusammen. Ja, ist ja auch nicht üblich. Ne? Ich finde es eigentlich schade, dass so wenig Stoßwechsel oder Team gespielt wird, ja, doppelt. Ja. Weil eigentlich ist es, soll man sagen, sehr fordernd und als Training hat es sehr viele Vorteile, weil man geht viel bewusster dann an den Tisch dran, überlegt viel genauer und gibt sich viel mehr Mühe, weil man sich ja vor seinem Mitspieler ja nicht irgendwo die Schwäche geben möchte. Ne? Nicht nur das, ich möchte sogar ein bisschen ins Positive formulieren und sagen, ich bemühe mich besonders für meinen Teamkameraden eine optimale Stellung nach meinem Stoß zu bewirken, um ihm das Leben einfacher zu machen. Ja. Insofern ist hier das Miteinander eine sehr wichtige Komponente und du wirst lachen. Wir haben es tatsächlich geschafft, dieses Stoßwechsel bei uns im Verein zu etablieren. Ja, prima. Wir spielen dort, wir haben letztes Jahr zum ersten Mal einen Knoppers Cup ausgespielt. Ich schwör's dir, Süßigkeiten Knoppers Pokale gebaut. Ein erster, ein zweiter und ein dritter Platz. Da waren zig Knoppers verbaut. Haben wir im Stoßwechsel ausgespielt. Die Teams haben sich Namen gegeben. Bei uns an den Trainingstagen, hauptsächlich dienstags und donnerstags, ist Stoßwechsel eine fest etablierte Plattform. Die Starken spielen mit den weniger Starken zusammen und es ergeben sich Spielsituationen, wo auch solche Teams dann mal vermeintlich Stärkere schlagen können. Ja. Das ist wirklich ein wichtiger Beitrag zur Vereinskultur. Ich möchte nicht zu pathetisch werden, aber es ist wirklich ein Riesenbeitrag, was so ein Verein und die Mitglieder verschmelzen kann, wenn man zusammen im Team am Tisch spielt. Ja, ja. Ja. Man kann sich ja gegenseitig ein bisschen aufbauen, man kann ein bisschen flachsen, man kann sich... Ja, was soll man sagen? Man kann sich ein bisschen Trost spenden, ne? Wenn man jetzt gerade mal, nicht so toll gespielt hat. Ne? Ja. Also das ist schon gut. Oh, ich sehe gerade, wir stehen hoffentlich kurz vor dem 2-0 für unser Team. Die 8 Mr. Stufo sehr sicher versenken mit einem kleinen Nachläufer, um die Position für die 9 zu kriegen. Ja. Wunderbar. Ja. Und der Luigi, für den ist das darf ich glaube ich schon sagen, ein Standardball. Ich habe ihn weggesungen. Hoffentlich bin ich nicht verantwortlich dafür, aber ich konnte es ja Gott sei Dank nicht hören. Billard schreibt so sein eigenes Gesetz. Es ist erst gewonnen, wenn der letzte Ball gespielt ist. Ja. Ja. Das Billard ist Wahnsinn. Ja, im neuen Ball ist es besonders dramatisch, aber jetzt werden wir mal sehen, ob die gegnerische Mannschaft in der Lage sein wird, diesen alles andere als leichten, langen Neuner hier unten lang zu versenken. Sehr schwer, ja. Oh, die kriegt zu früh Kontakt. Naja. Aber, der wird auch nicht leicht. Jetzt muss der Steffen alles geben, wenn er den direkt spielen will. Ich kann es nicht eindeutig sehen, ob der ihm reicht. Oder ob er doch die Safe-Option spielt. Er schaut sich's nochmal an. Aber ich denke schon, er wird ihn angehen. Ich glaube es auch. Ganz dünn. Ich glaube es auch. Er wird es versuchen. Es wird nicht viel an Alternativen geben. Jetzt muss er sich halt einfach nochmal komplett zusammenreißen und diesen Dünnball ganz einfach lochen. Auf geht's, Junge. Das Risiko ist natürlich immer mit drin. Das ist mit bei drin, so einem Ball, dann die Weiße noch zu kontrollieren, wenn du so drin spielen musst.
Es steht 2-0 für den PPC Bad Saulgau gegen das Team Ivan Hocic und seinen Freund, der aus Kroatien kommt. Wunderbar. Erster Besuch hier. Der Mario Andrijevic. Genau, Mario Andrijevic. Man kann sicher sein, dass die beiden Herren ebenso gutes Poolbillard spielen, sonst hätten sie die Vorrunde gestern nicht überstanden. Und man sieht, dass es doch eng wird und je nachdem, wer halt am Brett ist und die Dominanz ausspielen kann, indem er den Gegner einfach nicht an den Tisch kommen lässt. Dafür ist natürlich das Break wieder entscheidend, wie wir alle wissen. Sehr wichtig. Damit unbedingt was fällt und danach der Folgeball spielbar ist. Ja. Was wir jetzt hier sehen, eine Herausforderung, die eins ist, glaube ich, gefallen. Aber da unten. Ja, da unten liegt sie, aber er sieht sie halt nicht direkt. Jetzt wollen wir mal sehen. Er wird wahrscheinlich einen Push spielen und dem Gegner die Möglichkeit geben, hier einzusteigen. Ja. Zu dem Ivan Hocic sei noch erwähnt. Der Ivan Hocic ist Köbauer. Wunderbar. Der baut seine Kö selber. Und der Luigi Sabia wohl auch. Also, wir haben hier eine Begegnung zwischen zwei Köbauern. Man sieht, dass die Spieler sich wirklich mit Herz und Verstand diesem Sport verschrieben haben. Ja. Und sogar einen Großteil ihrer Freizeit opfern, in Anführungszeichen, um sich sogar dem Material zu widmen. Ich weiß von unserem Luigi, dass er in seinem Keller, in seinem Haus eine Werkstatt sich eingerichtet hat, mit allem Equipment, was da dafür notwendig ist. Versorgt natürlich auch die Mitglieder des Vereins. Sehr günstig. Okay, gut, ja. Aber er hat einfach auch ein Faible, er ist von Beruf Dreher. Und insofern hat er natürlich auch ein Händchen rein technisch für diese Dinge. Und er ist ein Präzisionsmensch. Er liebt einfach, Dinge hervorragend und 100% zu erledigen. Das zeichnet ihn aus, auch im zwischenmenschlichen Bereich. Ja, gut, prima. Oh, schade. Ja, gut, der war schon schwierig. Ja. Das war ein richtiger Bogenstoß hier. Ja, zwei Köbauer. Wobei natürlich es jetzt nicht heißen muss, dass wenn jetzt der Luigi gewinnt, der Kühl vom Luigi besser ist. Wenn das so wäre, würde ich natürlich wohlweislich gleich die Hausmarke mit Namen hier benennen wollen. Aber nein, selbstverständlich hast du recht. Die Jungs werden das aus Leidenschaft tun, ihr Material hier zu optimieren. Sollten sie das Turnier gewinnen, dann macht es vielleicht Sinn, dass sie mal mit einem etablierten Köbauer Kontakt aufnehmen und das thematisieren. Ja, der Stufo spielt ja einen, jetzt muss ich mal gucken, wo ist er denn? Wo habe ich denn? Ich glaube, Armeli. Na, haben wir das von? Von Hocic. Ich glaube, der liegt da unten. Ja, da liegt er, genau. Ja. Ein Ariel Carmeli mit einem Kamui-Leder. Ariel Carmeli. Ich muss zugeben, höre ich zum ersten Mal oder lese ich zum ersten Mal. Jetzt bin ich auch nicht der Fachmann. Ich habe nur eine kleine Geschichte zu erzählen in dem Zusammenhang. Wenn unser Stufo an größeren Meisterschaften mitspielt und die entsprechenden Kommentatoren am Platz sitzen, also nicht wir beide, sondern namhafte Personen, die sich in der Szene auskennen, die haben sich auch gewundert an den Stuttgart Open, als der Köname fiel, wo denn das Ding herkäme, wurde da ein bisschen geflaxt, aber offensichtlich kommt der Steffen Groß mit dem Ding sehr gut zurecht, also muss es wohl nicht immer seine nur eine etablierte Marke sein. Seine Leistungen bestätigen das. Ja. Ich weiß nur, dass er sich irgendwie aus den Staaten importiert hat und es einfach genau für seine Hände genau das richtige Material ist. Und da sind wir jetzt wieder. Was ist ein guter Kö? Ein guter Kö ist, der dir persönlich liegt, mit dem du ein gutes Gefühl hast. Ich kann das nur bestätigen. Ich glaube, wenn die Spieler die Dinge in die Hand nehmen, und ich kann nicht wirklich so gut mitreden in dieser Thematik, weil ich glaube, dass bei Spielern, die schon fortgeschritten sind, das eine entscheidende Rolle spielt, ohne jetzt von Materialspielern reden zu wollen, aber dort ist dieses Werkzeug was ganz Individuelles und wie du richtig sagst, wenn sie das mal in der Hand haben und sich daran gewöhnt haben, dann können sie das Ding auch richtig gut bedienen und ich denke, dass es genau darauf ankommt und man nicht pauschal sagen kann, der und der Kö ist gut oder der und der Kö ist schlecht. Richtig. Ich glaube, vom Material her sind die alle nicht weit auseinander, aber offensichtlich spielt das Gewicht, die Länge und all diese Themen, die etablierten Spieler für wichtiger achten, eine entscheidende Rolle. Genau. So, jetzt haben wir wieder eine Extremsituation. Diesmal hat die Position nicht so gut geklappt. Jetzt sage ich,
nichts zu diesem Ball und bete nur, dass er den dünn versenken kann. Aber wie ich den Luigi kenne, sollte der direkt machbar sein? Ja, den kriegt er. Ja? Der ist dünn genug. Oh nein. Oh. Der sieht jetzt besser aus. Aber wie schon gesagt, ich möchte es nicht. Mir kann man das Argument abnehmen, dass ich hier parteiisch bin und natürlich hoffe für meine Spieler. Aber natürlich sind die anderen beiden Spieler immer in der Lage, wenn sie dann die Situation bekommen, ihr Spiel nach Hause zu bringen. Ganz klar. Insofern wird das bestimmt eine enge Kiste, aber für den Louis ist es jetzt wirklich eine Herausforderung. Jetzt hat er zweimal die Situation gehabt und ich hoffe, dass ihn das nicht belastet für die Folgepartien. Das glaube ich nicht. Also wenn jemand so lange schon Billard spielt, dann kann er mit sowas umgehen. Ja. Bei jüngeren Spielern, das spielt es mehr eine Rolle, aber ältere, man wird ruhiger, man wird erfahrener und auch einfach gelassener. Ja, ich kann es tatsächlich bestätigen, ich hatte nicht den Eindruck, dass jetzt, obwohl wir hier eine tolle Kulisse haben, und dass die Leute jetzt mehr aufgeregt sind. Ich glaube, wenn sie wirklich in ihrer Sache sind, in ihrem Tunnel sind, dass dann die Äußerlichkeiten vielleicht doch nicht so die Rolle spielen. Zumindest bei denen, die hier etabliert sind, die sowas schon oft gemacht haben. Das ist sicher richtig. Das ist auch ein wesentlicher Punkt, der einen guten Spieler von einem vermeintlich schlechten unterscheidet. Sein Spiel auf den Punkt zu bekommen, sich nicht ablenken zu lassen, ne, sich nicht reizen zu lassen, sondern einfach mental sich auf sein Spiel jetzt zu konzentrieren, sein Tun fokussieren kann. Ja. Das ist es. Das macht es aus. Und nicht irgendwelche Umstände und was weiß ich. Das Spielmaterial ist ebenso für jeden gleich. Ja? Wenn der Tisch zu schnell ist, dann ist er für den Gegner auch zu schnell. Ich weiß vom Hören sagen, dass sogar wirklich professionelle Spieler keine Kosten und Mühen scheuen, sich mental zu trainieren, vorzubereiten. Ja. Und manchen ist es einfach in die Wiege gelegt. Die haben von Natur aus eine Ruhe, auch in anderen Themen ihres Lebens ihre Leistungen abzurufen. Und andere haben wiederum, wie gesagt, große Schwierigkeiten, ohne sich spezifisch darauf vorzubereiten, diesem Druck standzuhalten. Ich glaube, das liegt auch wirklich in den verschiedenen Charakteren begründet. Und man sieht sicher beide Varianten an Verhalten. Jetzt ich selber, ich würde sterben an dem Tisch, wenn all die Menschen gucken, man hat diesen Druck, um dann da was hinzukriegen. Man ist sich bewusst, die Leute gucken zu. Ich spiele selber noch ein bisschen in der Bezirksliga bei uns im Verein. Ach so, schön. Dort ist das Anspruchsniveau nicht so hoch und trotzdem die Aufregung jedes Mal riesig groß, zumindest bei uns. Ja, also es gibt auch in der Kreisliga, Bezirksliga doch durchaus recht gute Spieler. Ja. Also man muss aufpassen, das ist das Niveau eines Spielers in der Liga irgendwo festzumachen, das haut nicht ganz hin. Ich habe es versucht einfach daran zu messen, wenn wir uns angucken, wie viel bei uns in der Liga an Spielen ausgeschossen werden, beim 9-Ball, beim 10-Ball, beim 8-Ball. Da ist es doch nicht so häufig der Fall, wie wenn man jetzt die Ligen drüber anguckt, wo sich die Spieler sicher bewusst sind, wenn sie am Tisch sind und das Bild einigermaßen offen ist, dass die in der Lage sind, das wirklich wegzuspielen. Ja. Jetzt hast du in der Kreisliga und der Bezirksliga doch die eine oder andere Hoffnung, dass mal ein Ball liegen bleibt und du doch mal einsteigen kannst. Dass man nochmal drankommt. Nur in dieser Ecke, wo ich das thematisiere. Selbstverständlich gibt es da auch hervorragende Spieler, die sich dann ja auch entsprechend weiterentwickeln können. So, das war das. Zwei, beide. Okay. Ja, somit haben wir den Ausgleich. Den Ausgleich zwischen Ivan Hodžić, Mario Andrijević gegen das Team von Bad Saulgau, gegen den Steffen Groß und den Luigi Sabbia. Der Steffen hat mir vorhin gesagt, nachdem ich nach dem Spiellokal gefragt habe, ihr habt ein Vereinsheim. Ja, ich kann ein bisschen was dazu berichten. Wir kommen aus dem Süden von Deutschland, ungefähr 40 Kilometer vom Bodensee weg. Ja. Die Stadt, zu der und der Teilort gehört, in dem wir spielen, heißt Bad Saulgau. Aha. Dort wurde der Verein gegründet, 1991, der erste PBC Bad Saulgau.
Unser Vereinslokal ist in einem Teilort von der Stadt Bad Zollgau. Fulgenstadt heißt dieses Dorf. Aha. Und dort sind wir in einer ehemaligen Gastwirtschaft, im Landgasthaus, konnten wir den ehemaligen Saal anmieten. Aha. Und als Vereinsheim herrichten. Wir haben 5 Neunfußtische, haben uns dort etabliert und fühlen uns auch sehr, sehr wohl. Haben 5 Mannschaften am Start. Oh, das ist doch prima. Huh? In den verschiedenen Ligen. 3 allein in der Bezirksliga, dann haben wir eine Landesliga-Mannschaft und die Oberligamannschaft. Unsere Oberligamannschaft, zu denen die beiden Spieler Steffen Groß und Luigi Savia gehören, haben letztes Jahr noch in der Regionalliga gespielt. Es war ganz überraschend, dass wir in diesem Niveau da mitspielen durften. Aber es war dann doch in Summe eine zu anspruchsvolle Liga. Wir sind dann abgestiegen und spielen jetzt diese Saison in der Oberliga. Und jetzt wollen wir mal sehen. Es entwickelt sich wunderbar. Jetzt am nächsten Sonntag haben unsere Jungs in Rottweil eine Begegnung. Und da wird sich schon entscheiden, wie weit man sich etablieren kann in dieser Tabelle. Mhm. Es bleibt und ist sehr, sehr spannend. Und dort wird natürlich auch entsprechend Billard gespielt. Also ja, Oberliga, ja, da sind schon hervorragende Poolspieler am Werk. Ja klar, Oberliga ist ein sehr hohes Niveau. Ne? Und Regionalliga ist ja dritte Bundesliga. Da muss man ja auch noch dazu sagen, das ist ja sehr zeitaufwendig und auch geldintensiv. Genau, das ist so. Da kommen wir nochmal vielleicht ein letztes Mal drauf zu sprechen. Aber das ist kaum möglich, wenn da eine gewisse finanzielle Unterstützung da ist. Und da haben wir uns positioniert als Stiftung. Ja. Die mussten nach Passau fahren, nach Straubing. Die müssen dann an dem Spieltag übernachten. Das ist wirklich sehr kostenintensiv. Ja, ja. Und da haben wir einfach so gut, als es möglich war, unsere Mannschaft dort unterstützt, damit sie wenigstens finanziell nicht so belastet sind. Weil die Billardspieler heute, wenn man sich das anguckt, die bringen das ja alles selber auf, unabhängig vom Material, was ja auch nicht ganz billig ist. Insofern muss man schon ein Idealist sein, um sich dieser Sportart zu verschreiben. Wohl richtig, ja. Ja, ja, wohl richtig, ja. Ja, ja, mein, die einen spielen mehr und die anderen engagieren sich mehr. Ja. Ihr mit eurer Stiftung, ja. Ich mit dem Filmen. Ist ja auch alles aus eigener Tasche bezahlt. Und das finde ich ja wirklich so, das finde ich wirklich so bemerkenswert, und deswegen würde ich mich auch freuen, hier auch unterstützend einzugreifen, weil nur auf diese Art und Weise kann man das ein bisschen optimieren und einem größeren Publikum zugänglich machen. Genau. Und deswegen, wenn es dir recht ist, ich möchte es gerne bei uns veröffentlichen auf der Seite, dass zumindest mal unsere Vereinsspieler das verlinken können. Vielleicht ist ein oder andere Kunde dabei. So ein Einstieg, wenn eigene Spieler dort spielen. Ich finde es einfach nur richtig, dann so eine Eigeninitiative auch zu unterstützen. Ja klar, natürlich. Und freue mich besonders, dich heute auf dieser Messe hier kennenlernen zu dürfen. Ja, prima, ich mich auch, ja. Nee, das ist also gleich hier nochmal, ja. Also jeder kann die Videos auf seiner Homepage einbinden. Die sind nicht gesperrt. Diese Links, die sind frei zugänglich. Ja, gerne. Ja. Vielleicht sagt man den unseren Zuschauern und Hörern nochmal jetzt, wenn ich vor allem an deiner Seite bin. Ja, das ist wo findet man dich denn im Internet, damit man gleich, wenn man nach Hause kommt, diese Videos angucken können? Also selbstverständlich findet man die Videos auf YouTube. Okay. YouTube weiß man ja. Und dieser Billard-Kanal, dieses Billard-TV nennt sich Blue-White Ball. Ne? Also blau-weiße Kugel, blau-weißer Ball. Und zwar hängt sich das auch auf, das ist auch das Symbol von diesem Kanal, das ist die blau-weiße 10. Das ist wunderbar und einprägsam. Genau, für jeden Billard-Interessierten keine Fragestellung. Insofern, das kann ich dir jetzt schon ganz arg versprechen, dass wir diese Dinge sofort verlinken werden. Und wie gesagt, wenn wir irgendwelche Dinge tun können, um dich hier zu stützen, unterstützen. Aber jetzt, ich habe gerade auf den Bildschirm geschaut, meine Mannschaft hat zum 3-2 sind sie in Führung gegangen. Ich glaube, die Kollegen von der anderen Mannschaft haben die 9 ausgelassen. Genau, und richtig. Dann hat der Steffen Groß, glaube ich, die 9 versenkt. Ja. Wir kommen so ins Reden, dass man nicht mal mehr das Spiel verfolgt. Ja, 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 ja. Ja gut, aber das ist Unterhaltung. Das sind viele wichtige Themen. Das ist interessant. Ja. Und das ist ja auch wichtig. Wichtig beim Billard ist ja auch, dass man ein bisschen was über das Drumherum erfährt. Ja. Ja. Deswegen, nicht nur das Spiel an sich, es ist ja toll, wenn man den Leuten zugucken kann, wie schön die Billard spielen können, ja? Was die hier für eine Leistung abbringen. Wenn man dann noch erzählen kann, ein bisschen was erzählen kann über diese Leute, über diese Menschen, über Erfolge
und was für Material, das sie verwenden, ja, wo sie spielen, dann sind es wiederum so Sachen, die zu den Spielen auch wieder zurückkommen. Was bringt dir ein Sponsor, den du auf dem Rücken von deinem Trikot trägst und niemand liest, niemand sieht? Ja, so sieht man es. Ja, was mir sehr gut gefällt, unabhängig jetzt von der Art und Weise, dass es jetzt auch wirklich einer größeren Öffentlichkeit zugänglich gemacht wird, dass wir tatsächlich die Gelegenheit finden, über die Menschen, die sich hinter diesem Sport befinden, ein paar Worte zu verlieren. Das sind Menschen wie du und ich aus Fleisch und Blut, die ihr richtiges Leben da draußen haben und keinen kleinen Teil ihrer Freizeit in diesen Sport investieren. Und ich denke, dann ist es mit Fug und Recht eine Aufgabe von uns, die wir das in der Peripherie ein bisschen begleiten, die Leute entsprechend in Szene zu setzen und auch damit ein bisschen zu würdigen. Ja, klar. Und da möchte ich mich gerne so einer Sache verschreiben. Das ist ein wunderschöner Ansatz. Und eben nicht nur ausschließlich diesen sportlichen Erfolg in den Vordergrund zu stellen. Ja. Zumal wir uns ja in einer Randsportart befinden. Ja, ja, ganz klar. Ja, ja, richtig. Ja. Und die Leute haben es durchaus verdient, mal irgendwo ein bisschen Erwähnung zu bekommen oder ein bisschen Fokus. Ja. Wir haben, um auch deine Aktivitäten wirklich nochmal ganz massiv zu unterstützen, wir sind im Clubheim gesessen. Deine großen Wettbewerber heißen Cosom aus Frankreich. Ja, genau. Ein professioneller Anbieter, der mit entsprechenden Beiträgen, die man dort entrichten kann, live diese Turniere überträgt. Wir haben eine Woche lang die Europameisterschaft angeguckt im Clubheim über diesen Anbieter, über schnelle Internet. Ja. In diesem Dorf haben wir zuvor als Stiftung das schnelle Internet etabliert, also VDSL 50.000. Gut. Wir konnten also in einer hervorragenden Qualität den Stufo während des ganzen Turniers verfolgen, wie wenn wir neben seinem Tisch stehen. Ja. Also eine traumhafte Situation. Und dort siehst du wieder diese Verschmelzung, Randsport, Internet, Live-Übertragung, Menschen Plattformen geben. Ich finde das einfach eine tolle Kombination in Summe, wenn man sich das Paket anguckt. Internet. Das Ganze hier ist ja nur möglich durchs Internet, durch YouTube. Auch nur so ist es finanzierbar, bezahlbar. Livestream wäre für mich gar nicht machbar. Ja. Das kostet mich $200 im Monat. Ein Kontingent für bis zu 500 Viewer würde mich im Monat $200 kosten. Ja, das muss man sich mal vorstellen. Ich verdiene nichts damit, das bezahle ich nicht. Von daher, ich mache Videos, ich stelle die online auf YouTube, da kann sie jeder schauen und es schauen sie da auch viel mehr als wie live. Ja. Die wenigsten haben jetzt oder hätten jetzt in dem Moment Zeit, sich das Spiel anzuschauen. Ja. Es ist Sonntag, das ist Familientag. Da würde ich auch mit meiner Familie irgendwas unternehmen. Würde ich mir nicht vor der Computer sitzen und würde es anschauen. Ein ganz allgemeiner Trend. Schau dir die ganze Fernsehindustrie an. Alles, was in diesem Gesamtzusammenhang angeboten wird, die ganzen Entwicklungen, stellen genau darauf ab. Ich schaue mir Medien an, wann ich Zeit habe und wann ich es will, asynchron. Das bedeutet, diese Live-Thematik wird wirklich nur noch bei den ganz großen Events stattfinden, die auch kommerziell entsprechend unterstützt werden. Aber das ist der ganz klare Trend. Du liegst voll im Trend mit einer Plattform zu sagen, oh, jetzt habe ich heute Zeit, jetzt möchte ich mir dieses Spiel von den und den Jungs anschauen. Ja. Also wunderbar. Ja. Die Spiele, die liegen förmlich in einem Videoarchiv, immer zugänglich, frei zugänglich auf YouTube und warten auf denjenigen, der jetzt gerade Zeit hat. Ja, und wie können dich dann Zuschauer da draußen unterstützen, dass du einfach in Zukunft auch die Möglichkeit hast, hier das anzubieten? Gibt es die Möglichkeit, was weiß ich, über PayPal, über Spenden eine Kleinigkeit hier zukommen zu lassen? Nein, also ich habe hier keinen Donut oder Donate-Button oder sowas, habe ich nicht. Nein. Ja. Also in der Regel ist es so, dass ich schon nachfrage. Ne? Also wenn ich irgendwo filme, hey, wie sieht's aus? Essen, Trinken frei und Spritgeld. Mhm. Ne? Mhm. Es ist auch hier, ich bekomme hier Spritgeld. Mhm. Ja? Das sind vielleicht 50 Euro, ne? Vielleicht 100 Euro, weiß ich nicht. Aber mehr sind es nicht. Ja? Davon bezahle ich natürlich meinen Sprit. Ne? Und ich habe einfache Fahrtstrecke. Ich wohne in Herxheim, Rheinland-Pfalz. Mhm. Ne? Habe ich ein bisschen was über 100 Kilometer. Das heißt, ich fahre am Tag 200 Kilometer. War gestern hier, war heute hier. Da habe ich schon mal ein bisschen über 400 Kilometer. Da habe ich gestern im Parkhaus 12,50 Euro bezahlt für den ganzen Tag parken. Das zahle ich heute nochmal. Ne? Also wenn ich jetzt so 50 bis 100 Euro bekomme, das ist mit Sicherheit nicht viel. Dann sind meine Unkosten wirklich auch nur gedeckt. Ich glaube, da kann jeder erkennen, dass hier großes, fast ehrenamtliches Engagement erforderlich ist, um sowas abzubilden. Aber eins kann ich dir versprechen.
ich verspreche dir heute während dieser Sendung hier, wir laden dich ein zum PBC. Ja. Wir werden dort eins unserer Hausturniere live mitfilmen. Wir werden deine Unkosten und mehr als das decken und werden dafür sorgen, dass mal die ganze Welt davon mitkriegt, ja, wenn im PBC Bad Saulgau ein Hausturnier gespielt wird, ja, und im Internet gestreamt wird, ja, um dem Rest der Welt zu zeigen, es gibt aufgezeichnet, nicht gestreamt. Entschuldigung, aufgezeichnet. Ja. Und danach man sich das angucken kann. Lass uns das wirklich mal lose vereinbaren, wenn wir da was hinkriegen zusammen. Ja. Und wir würden zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen. Wir könnten dir mal unsere Räumlichkeiten zeigen. Klar, und natürlich. Dass du sehen kannst, in welchem schnuckligen Bereich wieder unterwegs sind. Das ist ja auch eine Intention von dieser Filmerei, weil was ich nämlich auch gerne mache, sind so Impressionen. Als kleines Video zusammenschneiden, das so Vereinsheim oder so Billardcafé auch mal ein bisschen zeigt. Ja? Also es geht schon in Richtung Imagefilm. Um das vielleicht sogar auf die eigenen Plattformen zu bringen. Ich finde das eine ganz hervorragende Idee. Ja. Bilder sagen mehr als 1000 Worte. Richtig, genau. Also viele Kommunen tun das in der Zwischenzeit. Ja. Man kann auf die Internetseiten von Kommunen gehen, die zeigen Imagefilme. Ja. Und ich glaube, dem Billard steht es gut zu Gesicht. Ja, und wenn man das professionell begleitet, ist das doch eine wunderbare Sache zu einem bezahlbaren Preis. Ja, klar, natürlich. Ja, richtig. Das ist Werbung für die Vereinsheime. Das ist Werbung für Billard, für die Spieler. Das ist für alle, ja. Auch die Händler brauchen Werbung. Auch die haben zu kämpfen in der heutigen Situation. Es ist ja dieses Phänomen der rücklaufenden Mitgliederzahlen, ist ja ein allgemeines Problem. Ist ja nicht nur billardspezifisch. Das hat ja jeder Verein. Ob jetzt Fußball, Handball, Basketball, Tischtennis, alle haben sie ihre Probleme mit Mitgliedern, mit Mitgliederschwund. Ja, das ist also, da kann man nur irgendwo ein bisschen entgegenwirken und da halt jeder für sich, ja, indem man halt ein bisschen für Interesse wirbt, ne, zeigt, hey, guck mal, das sind wir, ja. So es sieht es aus. Es ist schade, dass es so ist, aber man ist dann wirklich im Wettbewerb, auch aufgrund des demografischen Wandels. Es gibt einfach nur wenig Menschen, die sich tatsächlich da noch engagieren oder immer weniger. Mhm. Und dann findet fast schon ein regelrechter Kampf statt. Ich kriege das mit bei unseren Dorf-Fußballmannschaften, die alle sich in der Zwischenzeit in Spielgemeinschaften organisieren, weil sie es anders nicht mehr hinkriegen, einen ordentlichen Spielbetrieb abzubilden. Diese Effekte sind da, die können wir nicht wegdiskutieren. Ja. Und insofern muss sich jeder positionieren und profilieren, so gut er es kann. Ja. Und wenn dann zum Beispiel so ein Imagefilm oder so ein Beitrag über das Vereinsheim leistet, sicher einen großen Beitrag, sich da zu präsentieren und den einen oder anderen vielleicht mal zu bewegen, dahin zu kommen. Ja. So, wie steht es denn eigentlich? Immer noch 3 Tore? Ja, wir werden wahrscheinlich zerrissen mit unseren Kommentaren. Wir philosophieren und lassen die Partie jetzt vorbeigehen. Aber ich denke, mal spitzeln gehen. Ne? Ich denke, es steht 4-2 für meine Mannschaft. Ich dachte vorhin, das 4-2 gesehen zu haben. Okay, ich kann ja mal kurz rüber laufen, dann kann man kurz nachspitzeln. Ja, ich komme gleich wieder. So, ich gehe hier mal rüber und erkundige mich mal. So, nun bin ich am Moderatorenplatz alleine. Okay, danke. Wir sehen so, also machen wir uns ein bisschen verquatscht. Also steht tatsächlich 4-2. Mit dem Versuch, in die Mitte einzulochen. Und es hat dann deswegen einen schweren Ball. Ich könnte mir vorstellen, dass sie jetzt versucht, mit der Weißen über 3 Beinden hier unten auf die 8 einzustellen. Und genau wie vermutet, spielt er genau diesen Ball wunderbar die Position für die 8 mit einem kleinen Winkel auf die 8, damit der Louis mit ein bisschen Rechtseffekt, nehme ich an die Längsbande kommt. Oh, er spielt sie sogar mit Druck direkt hoch. Ja, guck, die Tische sind sehr schnell. Insofern ist es immer eine Herausforderung, hier zu lang zu werden, was jetzt dazu führt, dass der Stufer wirklich einen sehr dünnen Ball nochmal probieren muss. Aber jetzt wird ihm nichts anderes übrig bleiben. Ich könnte mir vorstellen, dass er vielleicht sogar ein Safe spielt mit der 9 an die lange Bande und die Weiße hier ganz unten positioniert, weil er sich nicht sicher ist. Aber gut. Ja, aber das glaube ich hat er einkalkuliert durch die Stärke gerade des Stoßes, dass er wusste, dass die Weiße bis hier runterkommt, wenn er verfehlt, dass zumindest die gegnerische Mannschaft nochmal einen schweren Ball bekommt. Jetzt wollen wir sehen, auch dieser Anspruch, ein Isoball ist mehr als anspruchsvoll für die gegnerische Mannschaft. Und dann bei dem Druck 4-2 hinten zu sein, so einen Ball zu spielen, das will wohl überlegt sein. Oh ja. Aber er wird ihn angehen.
Er wird ihn versuchen. Es kommt jetzt einfach wirklich drauf an, hier nochmal den Druck loszuwerden, indem er hier zum 4-3 ausgleicht. Aber es ist unendlich schwer. Mario Andrićević. Oh, verschossen. Ja, aber ich denke, er hat bewusst wirklich das Loch rechts gewählt, ja, weil er wusste, dass die Weiße über zwei Banden hier runterkommt, dass wenn er verfehlt, ja, dass so eine Situation wie jetzt entsteht. Ja. So, was macht jetzt der Luigi? Der Louis, der wird jetzt ein Safe spielen, weil hier das Risiko einzugehen, eine lange Bande zu probieren, auf gut Glück, das wäre eher unproduktiv. Das war jetzt die beste Option, ne? Ja. Ein Bender anbieten. Ne? Ganz genau, der aber auch beliebig schwer ist. Ich könnte mir gut vorstellen, dass er den nicht angeht, über eine Bande dazu liegt. Doch, liegt. Oh. Da seht ihr mal. Ja. Liebe Zuschauer, der Franz, der hat keine Ahnung. die Jungs, die sehen sowas. Nee, geht jeder an. So ein Bender geht jeder an. Ja, ich konnte es nicht richtig aber sehen. Aber es ist halt, ein Bender ist halt, ja, darauf hat der Luigi eigentlich gehofft, dass er ihn verschießt. Ja. Ja, ein Bender ist halt jetzt nicht ein Standardball. Ne? Ja. Und der ein oder andere Bender geht halt nun mal auch vorbei. Der fiel. Ja. Und somit sind die... Ist die Mannschaft zum 4-3 herangerückt. Jetzt wird das ganze Thema wirklich nochmal spannend. Das war ein wichtiges Spiel für die gegnerische Mannschaft. Ja. Und jetzt wollen wir sehen, was sie aus ihrem Break machen. Genau. Sehr schön. Die 1 als Einsteiger ist da. Das Bild ist offen. Ich möchte es nicht beschreien, aber... Das Spiel, das können sie zu Ende spielen, bei dem Niveau, was die Spieler haben. Die Positionen sind da. Aber gut. Schon so viel passiert beim Billard. Die beiden haben sich jetzt auch ganz gut eingestellt, schon aufs Tempo. Gell? Ja. Ja. Also ich habe gestern selber mal ein bisschen an den Tischen gespielt. Die Tische sind wirklich sehr schnell. Ja, man sieht es an diesem Ball jetzt gerade wieder. Den hat er sicher nicht so weit hochtreiben wollen, um nachher, weil die 5 für die 6 einstellt. Jetzt muss man wahrscheinlich pendeln. Nö, das geht eigentlich. Oh, ich habe mich verguckt. Ich dachte, die 5 sei dran. Ich habe die 4 als 8 gesehen. Deswegen diese falsche Einschätzung gerade. Dann war es natürlich wunderbar. Zu den Tischen sei übrigens noch erwähnt, das ist ein Sam-Tisch. Und zwar der K-Steel 2. Okay. Und diese Tische, die wurden zur Verfügung gestellt von Busch Billards. Ja? Also auch Busch Billards engagiert sich hier über dem Maß für Billard. Ja? Und hat gesagt, hopp, für dieses Turnier, für die Messe hier, das stifte ich, spendiere ich, stelle ich von mir 4 Tische hier auf. Damit man zum einen hier ein Turnier spielen kann und zum anderen Publikum die Gelegenheit hat, hier ein bisschen Tuchfühlung mit dem Billard aufzunehmen. Ja? Also von daher auch mal ein Dank an Busch Billards. Gell? Ich habe das im letzten Jahr mitgekriegt, da haben sie hier auch ein schönes großes Turnier veranstaltet, als ein Einzelturnier. Ja. Auch dort wurden sogar 8 von diesen Tischen aufgestellt, ich meine vom gleichen Anbieter. Ja, auch von Busch Billards. Genau. Und ich finde das wirklich hervorragend. Zum einen ist es natürlich klassisches Sponsoring in diesem Fall, einfach zu sagen, hier ist mein Produkt, ein hervorragendes Produkt, hier kann man drauf hervorragenden Sport machen. Und es ist, wie du richtig sagst, für die Zuschauer einfach wichtig auch zu sehen, wenn Leute, die es schon wirklich sehr gut beherrschen, mal zu sehen, was ist möglich in dem Sport. Genau. Man sieht es an den Zuschauerrängen, die sind voll. Die Leute gucken interessiert zu. Und ich kann mir auch nur wünschen... Ich muss gerade Luft holen, weil ich Angst um die Eins hatte. Ich kann nur die Anbieter ermutigen, das zu unterstützen. Und vielleicht wirkt sich das ja auch wirklich im Business nachher für die Firmen wieder aus. 5-3 für den PBC Bad Saulgau. Ja, gut gemacht jetzt, ja. Gegen das Team Ivan Hodzewicz, Mario Andrićević. Ja. Man muss ja auch sehen, ich meine, der Händler braucht den Billardspieler. Hat er keine Billardspieler, kann auch keinen Tisch verkaufen, ne? Und der Billardspieler braucht den Tisch, braucht den Händler. Also beide brauchen eigentlich aneinander. Was spricht dagegen, wenn sich beide dann auch unterstützen?
Das ist eine wunderbare Symbiose. Ich kann das wirklich nur unterstützen. Es geht ja auch so weit. Ich meine, welcher einzelne Spieler kann sich für zu Hause aus Platz und aus finanziellen Gründen schon einen eigenen Tisch leisten? Hier reden wir dann gleich wieder von den entsprechenden Einrichtungen, seien es Vereine oder welche, die solche Spielstätten betreiben. Die müssen sich mit dem Material ausstatten. Das ist eine große Investition. Ja, ja. Das muss sich ja in irgendeiner Form wieder betriebswirtschaftlich rechnen. Und insofern hoffe ich auch, dass sich das gegenseitig befruchtet und so eine Messe ist eine ideale Plattform, um hier seine Produkte zu präsentieren. Richtig, genau, ja. Ist auch eine wunderbare Gelegenheit für Vereine, sich zu präsentieren. Mir ist aufgefallen, jetzt gerade auch vielleicht noch ein Satz zum Veranstalter, der BC Nagold. Richtig, genau. Der PBC Nagold, der hier die Verantwortung übernommen hat, dieses Turnier zu organisieren und zu managen. Eine große Herausforderung für einen Verein. Ich finde es ganz toll und da, wenn ich mir das erlauben darf, möchte ich mich wirklich nochmal bei den Leuten vom PBC Nagold bedanken, dass sie das einfach möglich machen, hier die Organisation hinzustellen und sowas zu veranstalten. Eine ganz, ganz tolle Sache. Wobei, die waren das nicht alleine. Ja. Da gibt es nämlich noch einen, der hierfür maßgeblich verantwortlich ist. Und zwar ist der von der Firma Stoppball, das ist auch ein Händler im Billardbereich, ja, der Jens Schumacher. Mhm. Der Jens Schumacher hat dieses Turnier eigentlich initiiert, ja, und hat sich dafür als Partner dann den PBC Nagold, ne, mit ins Boot geholt, der eben dieses Turnier dann managt, die Turnierleitung macht, ne, dieses Ganze organisiert. Ja. Dann möge mir bitte der Jens verzeihen, ich weiß, er war... Er ist oben an seinem Stand. Wir hatten nur noch nicht die Gelegenheit, miteinander zu sprechen. Aber selbstverständlich, ich wollte das nicht unerwähnt lassen, nur weil wir vorhin über Vereine gesprochen haben, sich hier zu präsentieren. Aber selbstverständlich, es braucht so einen Initiator wie den Jens, um die richtigen Menschen zusammenzubringen. Es ist auch eine große Herausforderung, hier messetechnisch zu organisieren, das alles aufzubauen, wieder abzubauen, den Ablauf zu kriegen, die Online-Anmeldungen. Ja. Es ist wirklich eine organisatorische Herausforderung und deswegen wirklich mein Dank an all die, die sich hier die Mühe gemacht haben, dass ich mit meinen Spielern, mit unseren Spielern vom PBC Bad Zeugau hier anreisen konnte und zwei schöne Tage verbringen konnte. Genau. Das war der Joker. Ja, er wollte die Safety spielen, die Kugel von hinten treffen, dass die zwei hier unten zum Liegen kommen. Ja, er wollte eigentlich nur einen Foul vermeiden. Aber Gott sei Dank sieht jetzt sein Kollege die 5 und jetzt haben sie tatsächlich die Möglichkeit, dieses Spiel trotz schwerer Bälle natürlich auszuschießen. Jetzt ist der Druck unendlich. Und jetzt die läuft sie in natürlich. Safe. Oh, die liegt übel hier. Diese Situation sieht man öfters natürlich beim neuen Ball, da können solche Situationen überproportional entstehen im Vergleich zu den anderen Disziplinen. Ja. Aber das kann jedem so geschehen in der Partie, da muss man sich jetzt halt irgendwie zu helfen wissen. Naja, aber das liegt natürlich jetzt sehr übel hier. Ja. Der Weg über die kurze Bande ist durch die 9 etwas verbaut. Ja, er guckt ihn sich an, damit er über die lange Bande noch eine Vorbande kriegt, die 5 trifft. Nur er muss nach 2 Vorbanden, muss ja eine Kugel nochmal eine Spielfeldbegrenzung berühren, sonst ist es trotzdem faul. Insofern muss er sie relativ stark spielen. Ich habe mir erst gedacht, er spielt mit viel Linkseffet an die lange Bande direkt, aber das wird er so... Wird so nicht möglich sein. Ich kann es nicht genau sehen von hier aus. Da ist das Loch. Ja, er geht jetzt... Die Mitteltasche. Ja, er geht jetzt die beiden Vorbanden an und muss dann ein bisschen auf Glück hoffen. Schöner Ball. Ich glaube, es war auch ein Foul. Ja. Nein, er hat die 5 vorher getroffen von oben und die ist dann an die Bande gegangen. Okay. Insofern war der Stoß korrekt. Ja, aber soweit gut, ich das gesehen habe. Aber jetzt haben die Kollegen von der anderen Mannschaft natürlich die Einstiegsmöglichkeit. Ja. Ja, aber offensichtlich tun sich die Spieler tatsächlich, wie du es vorhin auch gesagt hattest,
Mit dem Tempo schwer. Ja. Mal zu weit, mal zu kurz. Ich muss halt auch sagen, das ist ein ganz neues Tuch. Ja. Die wurden erst aufgebaut, die Tische. Die wurden nur für die Messe hier hingestellt. Ja. Und frisch bezogen. Und ein frisch bezogener Tisch, der ist schnell. Ja. In den Genuss kommen solche Hobbyspieler wie wir natürlich eher weniger. Mal auf so ganz neuem Material. Ja, ja. Vielleicht einmal oder zweimal im Jahr. Ja. Ja, das sieht jetzt gar nicht so schlecht aus für die beiden, gell? Ja, und jetzt passt es auch mit dem Tempo. Ja, das sieht ganz gut aus. Wenn sie nicht Pressbande liegen bleibt, aber für die Spieler in dieser Güteklasse ist das auch kein Problem. Ja. Die kommen da wunderbar dran und müssten solche Bälle treffen können. Ja, ja. Sie bleiben dran. Sie bleiben dran. Das war das 5:4 für den PBC Bad Saulgau. Das Team Ivan Hodzewicz und Mario Andrzejewicz bleiben am Ball. Ich glaube, jetzt in der Gewinnerrunde haben wir ein Ausspielziel von 7, wenn ich richtig informiert bin. Sind wir noch bei 6 in dieser Runde? Ach, in der Gruppenphase noch? Ja, ganz genau. Ja, richtig, genau. Ja. Das bedeutet, jetzt ist jedes Spiel für das gegnerische Team aus meiner Perspektive natürlich entscheidend. Und ich hoffe, dass unsere Jungs, meine Jungs, jetzt die Chance noch mal bekommen, an den Tisch zu kommen. So, ein Ball gefallen beim Break. Jetzt wollen wir mal gucken, wie sich die beiden Herren entscheiden werden. Eine schwere 1 als Option, vielleicht ganz dünn in die Mitte. Die hat er sich gerade angeguckt. Sehr schwer. Aber dann kann er von oben einpendeln, um dann die 2 zu sehen. Schwere 1. Ja, das ist schwer. Oh, ja, mit das kaum Ball. Ah, ja. Naja, das war eine schmale Gasse. Ja. Aber gut, das ist jetzt auch nicht ganz einfach. So, ich kann es nicht genau sehen. Liegt hier unten an der Ecktasche die 2 oder ist das die 8? Ich kann es von den Farben nicht so gut sehen. Es ist die 2. Ja, dann die müssen wir jetzt die 1 dünn nur treffen, um die 2 einstellen. Ja. Spielt die Bande. Bande, aber auch viel zu fest, gell? Aber gut, im ersten Moment nicht viel passiert. Ja. Ja. Bildet sich eine kleine Gruppe dort unten. Ja. Ja, mit viel Timing könnte es jetzt möglich sein. Ich glaube, ich als aus meiner Hobbyperspektive würde versuchen, die 1 zwischen der 5 und der 8 durchzuspielen, um die Weiße ins Safe zu legen. Ich glaube, ja, das hat er sich auch gerade angeguckt, gell? Ja, das mir das wird nichts Besseres einfallen. Ich hätte auch keine bessere Idee. Obwohl die Spieler, die sind oft so stark, wenn er sich das traut, es anzugehen mit einem Kiss-Shot auf die 8, die 1 tatsächlich lang zu versenken, aber das Risiko ist, glaube ich, zu groß, in der Spielsituation zu versuchen. Das wäre ein Husarenritt. Ja, ja. Vielleicht auch die 1 dünn auf der linken Seite. Ja, dort tatsächlich. Oh. Ja. Ja, okay. Also gut. Im Ergebnis. Ja. Immer eine richtige Entscheidung, wenn man das als Ergebnis erzielen kann, aber. Ja. Das war heftig, dass da die 1 doch noch oben gefallen ist. Sicher nicht in der Form beabsichtigt. Dann liegt die 2 doch da oben. Ich habe gedacht, hier unten an der Ecke liegt die 2. Deswegen habe ich das. Ah, doch, die liegt doch da oben. Die liegt doch da oben. Und deswegen auch der Ball vorhin vom Luigi über die Bande versuchen einzustellen. Richtig. Jetzt sind sie aber nochmal dran hier. Aber läuft die noch? Läuft die noch? Ein ganz, ganz schwerer Ball. Ein schwerer Ball. Lang. Die 2, ja, ich denke auch. Wobei hier lang unten, dann ist es doch die... Die 4. Die 4, die das Loch vier. Eng macht. Gut, die Weiße jetzt als Nachläufer. Ne? Ja. Ja, also halten würde ich jetzt halt nicht. Dann. Vom Winkel her... Ja, er spielt sie als Läufer, das sieht man von der Körhaltung her. Mhm. Er wird jetzt einfach versuchen, die 2 nur lochen. Ja, ja. Mit Kontakt, ja. Oh ja, gut. Den hat er sich als Trichter aber auch mit einkalkuliert. Ja. So, jetzt werden sie halt alle schwer. Die 3 dort lang. Ja.
Oh, und die klappert ja. Die klappert ja. Ah, das ist halt auch sehr schwer, ja, war in der Position. Er musste ja rausdrücken von der langen Bande, um oben dann die 5 noch zu sehen. So, ja. Also eine unglaubliche Herausforderung. Jetzt sieht es halt einfacher aus, ne? Ja. Ja, es ist einfacher, ne? Ja. Ja, aber das ist der Tisch wieder schnell. Jetzt kriegt er die Länge nicht. Jetzt muss der Kollege über Vorbande. Ach, hier unten ist schon die 4. Genau, die 4. Ich lasse mich permanent durcheinander bringen und interpretiere die 4 als die 8, was natürlich verkehrt war. Ja. So, ja, jetzt sieht es eigentlich relativ einfach. Was ist schon einfach beim Billard? Ja, das ist wirklich. Wenn es dann aus ist, das Spiel, dann war es einfach. So. Stellt ihm die aufs Mittelloch ein. Ja. Jetzt bin ich gespannt. Ja, er lässt sie laufen, über die lange Bande einpendeln auf die 8 wieder rüber. Er spielt den Druckball, ja? Er spielt den Druckball. Ja. Unter Umständen wird es jetzt sogar ein sehr, sehr interessantes Match. Sehr spannend dann. Wenn er jetzt locht, dann haben wir ein Hill-Hill. Hill-Hill. 5 beide. So, also das ist jetzt definitiv das letzte Spiel. Mit einem leichten Vorteil für das Team Ivan Hodžić, Mario Andrejčević. Ja, ich hätte ohne diese Dramatik leben können. Es macht mich wirklich sehr, sehr nervös. Jetzt bin ich gespannt. Wenn das Break gut funktioniert, dann müssen meine Freunde aus Bad Zeugau hoffen, dass sie überhaupt noch mal die Gelegenheit bekommen, an den Tisch zu kommen. Ja. Schauen wir mal. Dann lassen wir es geschehen. So ist Billard. Da wird sich jetzt die Shake Hands, ja? Da wird die gegenseitige Leistung wird anerkannt jetzt, ne? Ja. Ja. Das ist sozusagen die Aussage, es ist egal jetzt, wer gewinnt, er hat es verdient. Ja, wenn man so nah beieinander ist, die wissen, dass das nur einen ganz kleinen Unterschied ausmacht. Und jetzt ist das Break hervorragend gekommen. Die Jungs haben jetzt wirklich die Möglichkeit, die Kugeln wegzuspielen. Jetzt liegt es einfach nur an den persönlichen Fähigkeiten. Ja. Treffen, stellen. Und das macht auch den Charme aus jetzt im Stoßwechsel, wie wir es hier einleitend gesagt haben, seinem Partner jetzt die Kugel so optimal wie möglich zu hinterlassen. Genau. Eine ganz spannende Angelegenheit. Naja. Ja, schön gespielt, schöner Pendler. Ja, das sieht jetzt bisher ganz gut aus, gell? Ja. Ja, jetzt hoffe ich, dass ich die Kugeln richtig sehe. Danach die 6 an der langen Bande. Genau. Dann die 7, dann die 8. Also wird das jetzt rüberdrücken. Ja. Naja. Also es sieht eigentlich ganz gar nicht schlecht ganz aus hier. Ne? Ja, richtig. Ja, muss jetzt auch nur die 6 die Weise bis aus der Bande rausdrücken. Die Position auf die 8 ist einfach. Von der 7, also ja. Was das Schöne ist an so einem Kommentatorenplatz, man kann es so herrlich theoretisch hier betrachten, ich würde es nicht machen müssen. Ja, aber da hat er jetzt aber die Kugel ein bisschen ungeschickt hingelegt, gell? Ja, er geht tief rein, jetzt bin ich mal gespannt. Ja. Ah ja, okay. Ja, hat es richtig schön hinumgeht. Aber jetzt fehlt Winkel. Es fehlt Winkel, liegt die gerade. Es scheint haben so. Haben sie sich nochmal ein bisschen eine Schwierigkeit eingebaut? Ja, er jetzt scheint noch mal ein bisschen spannend. Nicht zufrieden zu sein mit dem nein, Ball. Nein, nicht ganz. Ja. Das ist jetzt die entscheidende Kugel hier. Das ist die entscheidende Kugel. Und wie läuft die? Oh, die läuft zu weit. Die läuft zu weit hier. Oder weit genug. Jetzt oder weit genug fürs Mittelloch, ja. Wobei das Mittelloch aus dem Winkel ja eigentlich auch relativ klein ist. Ne? Ja. Jetzt schauen wir mal. Und?
Ja, Lochze. Sie lochen sie. Oh, die Überraschung hier. Ha? Ivan Hotzewitsch, Mario Andrzejewicz gewinnt gegen den BBC Bad Saulgau mit 6:5. Ein ganz knappes, heißes Match. Wahnsinn. Ja. Ja, dann möchte ich mich hiermit bedanken, da war mein Co-Kommentator. Ja, ganz toll, war nett. Es hat mir wirklich viel Spaß gemacht. Ganz herzlichen Dank, dass ich die Gelegenheit haben durfte. Ja. Und wir bleiben ganz sicher in Kontakt, wir kriegen zusammen was hin. Ich wünsche viel, viel Erfolg. Der Stufo kennt mich, auf Billard aktuell bin ich ja auch und Facebook bin ich vertreten, also man findet mich. Wunderbar, ganz, ganz herzlichen Dank. Dann wünsche ich dir was. Ciao.